So, ich denke mal, Rot kann einpacken, wenn wir zu ihm zum Spielen kommen. Eisenbergwerkblatt. Heute bei Fox News. Feindliches Gebäude eingenommen. Das ist doch mal eine viel schönere Nachricht. Und noch zwei weitere Gebäude eingenommen. Schönes Ding. Nicest. So, und zack. So, hier kommen gerade einige Soldaten nachgerückt. Das finde ich natürlich grundsätzlich sehr gut. So, dann greifen da mal drei an. Da leider nur einer. Hier leider nur einer. Und da leider keiner. Ach komm, hier schicken wir zwei hinterher. Jetzt kann hier oben immer noch keiner. Schade. Ja, da ist ja auch ein Baum im Weg, ne? Ach, guck an, einer kann doch. Nein, das nächste Goldbergwerk ist platt. Eieieiei. Habe ich da hinten jetzt eigentlich angefangen, die zu bauen? Ich meine nicht, dass ich das Gold jetzt noch bräuchte, weil ich glaube, die Mission ist de facto durch, aber... Das wäre ja trotzdem nice to have. Deswegen, zack. Eingenommen, eingenommen. Ja, das dachte ich mir doch schon. Und die schließen wir natürlich auch hier an den Weg an. Es soll ja keiner zurückbleiben, ne? Inklusion, keinen zurücklassen und so, ne? You know. So, zack. Ja, da könnte sogar eine Münze hin. Oder zwei. Oder drei. Auch wenn es nicht so lohnenswert ist, aber hey, haben oder nicht. Moment. Fangen wir hier hinten an. Hier greifen wir mit dreien an. Hier greifen wir mit einem an. Hier greifen wir mit keinem an. Hier greifen wir mit einem an. So. Dann wollen wir denn nochmal Kandidat werden lassen bei der neuen Game Show. Ruckzuck ist die Fresse dick. Feindliches Gebäude eingenommen. Mein Gott, das war ja wirklich ruckzuck. So schnell kannst du ja gar nicht gucken, wie dir die feindlichen Gebäude einnimmst. Zack. Und direkt durchmarschieren. Damit das Wort Durchmaschinen hier auch mal seine wahre Bedeutung entfalten kann. Und ich am besten schon vor seinem Hauptquartier stehe, damit ich schon in seiner Villa Bach stehe, in Villa Riba stehe, während in Villa Bajo es noch brennt. Ja, kein Angriff möglich. Mist, es muss erstmal ein bisschen was nachrücken. So, das reicht jetzt aber auch mit Gold. Ja. Ich habe eine Idee. Ich lasse mal eben alle Soldaten von hier hinten, falls da noch welche sind. Nein, da sind keine mehr. Sind hier oben noch welche? Auch nicht. Hier? Hä? Sind alle meine Soldaten im Feld? Krass. Ich hätte gedacht, frage mich gerade, wo die alle herkommen. Egal, auf jeden Fall sollten die jetzt, selbst wenn hier die Grenzen zurückgezogen werden, dann sollten die Soldaten hier in diesem Lagerhaus landen und dann sind die relativ schnell wieder vor Ort. Da, wo es brennt, nämlich hier. Hier kann einer angreifen. Ich frage mich, wer. Ach, hier oben der Lümmel. So, da schicke ich mal den General hier von hier unten hinterher. Einfach, dass wir mal ein bisschen vorgerückt kommen. Bam. Oh, das tat weh. Da habe ich das Hauptquartier von dem platt gemacht. Hihi. Ah, Geld produziert immer noch Waren. Ja, der hat irgendwo noch ein Lager aus. Habe ich das nicht gerade schon irgendwo gesehen? Egal. So viele Generäle. Ja, komm, das wäre doch eine Schande, wenn die ungenutzt wären. Dann wollen wir noch mal ein bisschen Rabatz machen da hinten. Nein, das nächste Goldbergwerk. Nein, die nächsten Goldbergwerke sind platt. Ach du Scheiße. Und das feindliche Gebäude eingenommen. Das hingegen ist wiederum ziemlich gut. Findet ihr nicht auch? Ach, Leute, das ist doch sehr entspannt. Findet ihr nicht auch? Ich finde das gerade so super smooth. Zack. Da hätten wir auch dieses Gebäude für uns beansprucht, für unsere hochheilige Sache. Und auch dich hier. Zack. Wunderprächtig, ihr Lieben. Es läuft sowas von rund und sowas von erdbeercremig.
dass es an Erdbeerkrebigkeit kaum zu überbieten ist. So, du kannst schon mal weg. Dann haben wir hier nochmal einen frei. Du kannst eigentlich auch weg. Das nächste Kohlebergwerk ist platt. Und ich glaube, du bist auch platt. Jawohl. Gar nicht wahrgenommen, dass du platt bist. So, ihr rückt alle fleißig nach. Das freut uns natürlich. Dich brauchen wir auch nicht mehr. Und wenn wir hier hinten noch einen Weg anschließen, brauchen wir da unten den kleinen Lübbel auch nicht. Schweige denn den hier. Wobei, vielleicht ist sein Hauptquartier rechts. Wohin laufen die Waren? Nein, die laufen hier hoch, glaube ich. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Das nächste Kohlebergwerk neigt sich dem Ende zu. Auf Wiedersehen. Oh, jetzt macht Eisenbergwerk alles nach. Toll. Nachmacher. Ja, bitte. Oh nein, das nächste Eisenbergwerk ist platt. Und jetzt ist endlich mal das da vorne fertig. So, hier dürfte jetzt ein bisschen was nachgerückt sein. Jawohl. Und deswegen greifen wir hier oben an. Haben wir noch was? Nee, jetzt gerade aktuell nicht. Kann es sein, dass hier hinten sein Hauptquartier ist? Hm, möglich. So, erstmal ein bisschen Soldaten wegrationieren und Militärgebäude. Also, ja, wir rationieren die Soldaten ja nicht weg, wir verschieben sie ja im Prinzip nur. So, kommen dann hier direkt. Na, lass mal lieber zwei angreifen, dann kann. Nein, kann nicht, schade. Da eigentlich da hinten dann noch den angreifen lassen. Aber gut, wer nicht will, ne, der hat schon. Ach komm, den schnappen wir uns mal eben. Du kannst schon mal weg. Können wir hier oben noch ein bisschen was verwüsten? Ach, hier sind ja die ganze Zeit Soldaten nachgerückt. Heieiei. Ja dann. Ach, guck an, das Hauptquartier. Leute, sollen wir den Sack zumachen? Oder wollen wir uns noch ein paar Minütchen gönnen? Na komm, wir gönnen uns noch ein paar Minuten. Lassen wir ihm noch ein bisschen Angst haben. Und hier können wir auch nochmal mit zwei ein Hallo sagen. Das hätten wir auch eingenommen. Komm, wir marschieren jetzt überall nochmal so richtig schön durch. Damit alle nochmal lernen, hättet ihr euch mal nicht mit uns angelegt. Und das heißt, wir machen auch hier nochmal Rabatz. Da genauso. Hier hinten erst recht. Mein Gott, was, wenn die alles einnehmen? Herrlich. So, da ist so viel Platz drin. Dann lassen wir da doch mal ein paar Münzen hinliefern. Hui, wieder was eingenommen. Yay. Oh, Gelb hat mal eine Festung gebaut. Nicht schlecht. Hast du eine Belohnung verdient? Komm, Gelb, Busbahn. Mein Gott, ey, was wir alles einnehmen. Da war ein Eisenbergwerk, was platt ist, nämlich das hier. Oh, gerade noch den Laib Brot gerettet. Auf dass er wen anderes nähren möge. Zack. So, direkt überall Hallo sagen. Es wäre ja unhöflich, sich nicht vorzustellen, nicht wahr? So, dann eskalieren wir nochmal hier oben ein bisschen. Da geht's leider nicht. Da aber. Da leider auch nicht. Na gut, na gut. Irgendwo muss man ja Abstriche machen, ne? So, was ist jetzt? Oh, ein Gebäude eingenommen. Surprise!
So, wir sollten ihm, glaube ich, auch nochmal ein bisschen beibringen, was Angst heißt. Und ich würde sagen, wir kesseln mal sein Hauptquartier so richtig nach allen Regeln der Kunst ein. So, wo haben wir diesmal was eingenommen? Ach, guck an, hier hinten. Beziehungsweise hier oben, in Skandinavien. Schwing! Na dann, direkt weiter durchmarschieren. Einmal schon sein Hauptquartier vom Rest der kompletten Welt abschneiden, zumindest von seiner Welt. Okay, was wir alles einnehmen. Was, wir wurden von einem Katapult beschossen. Mist, jetzt habe ich das so schnell weggeklickt, dass ich nicht gesehen habe, wo und wer. Hier hinten. Oh! Nicht cool, Mann. Ja, komm, bevor du mir jetzt hier vom Katapult abgeknallt wirst, da bin ich mir zu stolz für. Das muss jetzt wirklich nicht sein. So, dann nochmal da hinten bitte angreifen, alles platt machen. Dankeschön. Zack. Mein Gott, was für eine rapide Zerstörung hier jetzt stattgefunden hat. Meine Fresse. So, jetzt müssen wir nur noch das Hauptquartier machen und dann haben wir es. Ja, die Folge wird jetzt ein, zwei, drei Minütchen kürzer. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. So. Ja gut, nicht ganz eingekesselt. Theoretisch hätte er hier links noch einen Fluchtweg, aber da er keine Ressourcen mehr hat. Ja, ihr Lieben, was meint ihr? Sollen wir den Sack zumachen? Habt ihr Bock? Habe ich überhaupt Soldaten dafür? Oh, zwei! Hey! Ja, stimmt. Du hier hinten und da unten noch einen. Jawohl. Gut, das muss uns dann reichen. Ach komm, das sind da einfach... Sagen wir einfach, das sind Bud Spencer und Terence Hill, die rechte und die linke Hand des Teufels. Die ihm jetzt mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Dem lustigen Bosniak im Ostblock. So, komm, sag mir, du hast nur eine Reserve. Sag mir bitte, dass du so bräsig bist. Zack, er hat nur eine Reserve. Bam, das war's. Und damit sind wir der Gewinner. Ihr Lieben, ich bedanke mich an der Stelle natürlich fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Kontinent. Ich weiß noch nicht, wohin die Reise gehen wird, ob es Asien sein wird, Australien, was auch immer. Die Welt steht uns offen im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.